Philipp fragt Pete Smeet: Habt ihr schon mal Blut gespendet? Ich gehe tatsächlich regelmäßig Blut spenden, weil ich bin der Meinung, dass das eine gute Sache ist. Das kostet nicht viel, außerdem kriegt man so einen kleinen Check-up von sich selbst. Und macht das in der Regel beim Deutschen Roten Kreuz. Ja, die fahren auch ganz oft mit so Wagen rum oder so, da kann man da hingehen. Ich weiß, in kleineren Städten oder so, bei uns in Weeze war es damals so, da konntest du da schön in die Schule gehen oder so, da hingen immer so Plakate aus. Eine gute Sache, sollte man tun. Aha. Ich glaube, ich habe bisher zweimal Blut gespendet. Das ist aber auch schon lange her, genauso wie Blutplasma. Das habe ich mehr gespendet, das habe ich alle, ich glaube, alle zwei Wochen ging das. Da habe ich am Anfang, in der Uni-Zeit habe ich das gemacht. Da habe ich alle zwei Wochen Blutplasma gespendet. Da war schon ordentlich. Da kriegst du so einen dicken Kanüle in den Arm rein, dann hängst du da irgendwie eine Dreiviertelstunde, bis das Gerät fertig ist. Und witzig war dann immer nur, wenn sich dann die dicke Nadel an der festgesaugt hat. War dann ein bisschen unangenehm. Aber ich habe viel mehr Blutplasma gespendet und ich glaube nur zweimal Blut gespendet. Tatsächlich noch nicht. Nee, höchstens, ich habe vor gar nicht so langer Zeit, habe ich das letzte Mal Blut gelassen, ja, für eine Untersuchung, aber selber habe ich tatsächlich noch kein Blut gespendet, nein. Die Haare sind übrigens so, weil es fucking windig hier draußen auf Lanzarote ist. Ich glaube ich noch nicht, wenn ich mich recht entsinne. Habe mal wieder drüber nachgedacht, aber habe es bisher irgendwie noch nicht hingekriegt. Ich bin bei der, DKMS oder wie das heißt, also... Da bin ich gemeldet, aber proaktiv mal zum Krankenhaus gegangen, um Blut zu spenden, habe ich noch nicht gemacht. Ja, durchaus. Habe ich, glaube ich, auch schon mal erzählt hier. Und zwar habe ich Blut gespendet damals, das war, glaube ich, zu meiner Abi-Zeit, kam ich dazu. Ich weiß nicht, muss man volljährig sein, um Blut spenden zu können? Ich glaube schon. Aber ja, da habe ich Blut gespendet. Das erste Mal war schon so okay. Also ging. Sammy? Hey, machst du hier Scheiße, Mensch? Das erste Mal war okay. Beim zweiten Mal ist mein Kreislauf komplett weggekippt, direkt so nach der ersten Minute. Weil ich mag eigentlich auch keine Nadeln und ich mag auch eigentlich kein Blut abnehmen und so. Habe ich, glaube ich, mal erzählt, die Story, warum. Aber ja, dann bin ich zusammengeklappt, habe Sterne gesehen, war kurz für ein paar Sekunden weg. Und seitdem... gehe ich nicht mehr Blut spenden, auch wenn ich das eine super tolle Sache finde und echt gerne gemacht habe eigentlich.